Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Real Life RPG. So, wir haben ja beim letzten Mal eine kleine Koka-Tour gemacht und haben uns jetzt einen LKW geholt. Und ich habe mir gedacht, ja, ich werde jetzt mal ein wenig Öl farmen. Ich habe zwar noch keine Öllizenz, also ich habe keine Ahnung, wie viel die jetzt wirklich kostet. Ich habe mal gehört 30.000. Ja, aber was ich gesehen habe, der Weg ist sehr kurz und wenn ich das dann mit dem LKW fahre, sollte das doch relativ schnell gehen. Auch wenn der mir hier die ganze Zeit Icarus 2 für den Blablablock anzeigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall da hinten fährt der komische Linienbus schon wieder. Hat eben komischerweise direkt neben meinem LKW gehalten. Weg mit der, weg mit der. Aber finde ich schon eine coole Sache mit so einem Linienbus, also. Das ist schon eine geile Sache. Bin zwar bisher immer noch nicht eingestiegen. Muss ich echt mal nachholen. Aber gut. Ja, ist relativ dunkel. Also von daher, da sieht man nicht wirklich viel. Ach, da ist jemand mit seinem. Was war das denn gerade? Ich glaube, der ist hinüber. Ich glaube, ich habe gerade eine weitere Waffe gefunden. Natürlich mal diese Muni da rein. Tue die Pistole hier rein. Geil. Hab ne, noch eine Pistole. Okay, cool. Zwar nur eine 5, obwohl eine 5-7 ist auch richtig geil, also. Jo, jetzt habe ich noch eine Waffe, finde ich schon cool. Lol, der hat den Wagen offen. Ernsthaft? Hätte ich den. Gut. Ja. Ich werde aber, glaube ich, die 5-7 dann in den. Warte mal, mach mal anders. Nee. Inventar. Legen wir dort die 5-7 rein. Weiß gar nicht, welches Magazin ist denn das? FNB? Ne, das müsste für die hier sein. Glocke-Magazine, weiß ich gar nicht, wo ich die mal stibitzt habe. Ach, die kann ich sogar hier reinklatschen, das ist schon mal gut. Ja, das ist doch mal geil. Jetzt haben wir zwei Pistolen. Auch wenn wir für die eine natürlich nur ein mickriges Magazin haben. Aber wir haben eine zweite. Das ist schon mal nicht schlecht. Einfach mal so kostenlos Waffen finden, ich nichts gegen, sagen wir es mal so. Und so ähnlich war es bei der einen Leiche auch, allerdings stand da kein Auto, sondern die Leiche lag einfach nur auf dem Bürgersteig. Keine Ahnung. Ist aber nicht mein Problem, wenn die Leute da umfallen. Vielleicht haben sie auch Verbindung verloren, ich habe keine Ahnung, aber ja, die Waffen gehören jetzt mir. Aber die werden ja ihre Waffen, wenn sie ausgetimt sind, sowieso noch haben selber. Das heißt, dadurch wurde quasi die Waffe dupliziert. Könnte man quasi ein Bug sehen, aber kann ich ja nichts für, wenn der da austimt oder gestorben ist. Hab ich kein Problem mit, sagen wir mal selber, ne? So. Ab zum Ölfeld. Da gibt es Öl im Ölfeld. Ja, ich weiß, mein Gesang ist grauenhaft. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt auf einmal drauf kam. Obwohl, Gesang kann man das ja eh nicht nennen, was ich da gerade von mir gelassen habe, aber gut. Okay, das hier ist also das Ölfeld. Licht aus, Motor aus. Wollen ja nicht unbedingt so auffallen. Das tun wir mal hier rein. Ach, da brauche ich wieder die Spitzhacke. Stimmt ja. Öl tut man mit einer Spitzhacke sammeln. Stich. Ölraffinerie.
Aber das ist doof, dass man da keinen Hotkey für hat. Beziehungsweise ich probiere jetzt gleich mal, ob es auf Q funktioniert, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Nee, passiert ja nichts. Okay. Ach man, ich will die Spitzhacke benutzen. So. Mechaniker kann man, glaube ich, sein Auto reparieren, aber gesehen habe ich es jetzt bisher auch noch nicht. Mal schauen. Ja, wir stehen ja hier quasi mitten am Ölfeld. Da kann ich mich auch direkt hier beim LKW hinstellen. So quasi in den Schatten vom Auto. Vom LKW, nicht vom Auto. Ist ja ein LKW. So. Ich denke mal, wenn ich mir jetzt einen orangen oder einen blauen geholt hätte, der wäre ein bisschen sehr auffällig. Und dieses Troll, keine Ahnung, was das sein soll. So. Da kommt ein neuer Spieler gerade ums Server. Jetzt wird es aber auch ganz schön dunkel gerade. Aber sieht trotzdem eigentlich cool aus. Sieht teilweise etwas gespenstisch bei dem einen oder anderen Ort vielleicht aus, aber ja, ist ja nicht schlimm. Finde ich eigentlich schon cool, muss ich echt sagen. Also von hier aus auf diese Insel zu gucken, wenn gerade es dunkel ist und die Wolken da drüber ziehen, das sieht schon geil aus. Also muss ich echt sagen. Mal, es ist eigentlich keine Insel, das gehört eigentlich zum Festland. Und es ist hier verbunden. Aber von der Position, wo ich stehe, sieht es aus, als wäre es eine extra Insel. Wo dann der Leuchtturm drauf steht. Der aber irgendwie nicht leuchtet. Komisch. Die Strafzettel. Hä? Lol. Der eine ist als Cop. Ach, das ist ein Cop. Oh. Gar nicht gewusst. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Gar nicht mitbekommen, dass ein Cop online gekommen ist. Seit wann ist der denn da? Ach ja. Ein bisschen Öl muss sein. Dann ist es wenigstens schön schmierig. Nee, nee, schmierig, nee, muss nicht sein. So. Ölraffinerie und dann von da aus wieder zurück nach Elektro. Ich werde jetzt gleich einfach mal so 35.000 abheben. Ich heb lieber 5.000 mehr ab, als wie dass ich dann nochmal hin und zurück fahren muss, weil hier ist ja direkt der Geldautomat. Oder wir halten in Elektro, da müssen wir ja sowieso durch. Und da ist wenigstens Safe Zone. Das heißt, uns kann da keiner überfallen. Das sollte dann also ganz einfach sein. So. Das Gute ist, der Händler ist in der Nähe von Elektro und ja, okay, der ist nicht mehr in der Safe Zone, aber so weit ist das jetzt auch nicht entfernt. Also ist da die Chance eher gering, dass wir dort überfallen werden. Nicht doof, dass der Autohändler und LKW-Händler nicht auch noch in der Safe Zone ist. Ja, weil wenn man sich die Dinge erspart, ist es schon scheiße, wenn man die dann verliert, weil man dann dort überfallen wird. Ach, Neubaugebiet, okay. Interessant. Sauerland, okay. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes für Lizenzen mir holen werde. Keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall bestimmt irgendwas Cooles werden. Vielleicht werde ich mir auch den nächsten Pilotenschein machen. Mal schauen. Für einen Heli wird es dann wahrscheinlich bei weitem noch nicht reichen, weil dann würde ich auf jeden Fall Marihuana farmen. Weil das ist schön außerhalb. Marihuana, wo war's? Verarbeitung.
Okay, wir sind wieder ein bisschen voll. Ah, ja, stimmt, hier passt ja jetzt viel mehr rein. So. Ah ja, die ist ja hier mittendrin. Ja, mal schauen. So. Aber weil ich glaube, dass es eventuell ein bisschen zu langweilig wird, jetzt hier weiter die ganze Zeit zu farmen, mache ich jetzt einfach jetzt schon Schluss. Und ja, werde dann, wenn ich mich auf den Weg zur Ölverarbeitung mache, wieder quasi anfangen. Und ja, wünsche euch dann noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oder? Wartet. Ne, der fährt vorbei. Okay, bis dann, Leute. Haut rein.